Hallo, liebe Menschheitsfamilie und herzlich willkommen zu dieser Videopräsentation. Und nachdem sich für mich so ein bisschen die Ereignisse überschlagen in unserem wunderschönen Land, im wunderschönen Österreich, wo so viel gerade los ist, seitens der Politik, seitens der Krise, die wir seit dem letzten Jahr haben, die Menschen gehen auf die Straße, Demonstrationen und Spaziergänge, die wirklich wunderbar sind für Körper, Geist und Seele, habe ich mal gedacht, ich bringe ein bisschen einen Kontext zu den derzeitigen Entwicklungen und formuliere, worum es mir persönlich geht, also welche Werte ich selbst vertrete und wo ich auch weiß, dass viele wunderbare Menschen, die ich im letzten Jahr kennengelernt habe, denen das auch am Herzen liegt. Und das wollte ich heute mal zusammenfassen. Und ich werde das in Form von Bildern machen. Und bevor ich anfange, möchte ich eine kurze Einleitung und eine kurze Präsentation von mir selbst geben. Für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, ein paar kennen mich ja schon von ein paar Videos, die auf das Recht für Wahrheit geteilt worden sind, beziehungsweise auch von meinen Reden beim Fest für die Freiheit, das was jeden Freitag seit Anfang Mai in Linz am Hauptplatz um 17 Uhr stattfindet. Also ich würde sagen, ich gehe gleich rein in die Präsentation. Mein Name ist Stephen Wybrow, der Nachname aufgrund dessen, weil mein Vater aus England ist, London, England. Ich selbst bin aber gebürtiger Österreicher aus Linz, wo es beginnt. Und ich bin freier, investigativer Journalist, widme mich Vollzeit seit 3 Jahren für die Freiheit und Souveränität, was Selbstbestimmung bedeutet für mich. Und 2019 bin ich quer durch Österreich gereist, habe Vorträge gehalten über den kommenden digitalen Totalitarismus. Und ja, was soll ich sagen? Wir wissen, was 2020 passiert ist. Und wenn man Aspekte wie Contact Tracing beachtet, wo alle unsere Bewegungen aufgezeichnet werden sollen, dann wandern wir immer mehr und mehr in einen Überwachungsstaat. Und das bezeichne ich als digitalen Totalitarismus. Und als Lösung für immer mehr Kontrolle und für technologische Kontrollsysteme widme ich mich der Freiheit und Souveränität. Und dadurch habe ich es mit Dingen wie universellen Gesetzesmäßigkeiten zu tun. Das sind sogenannte Naturrechtsprinzipien. Und natürliche Intelligenz. Was ist natürliche Intelligenz? Anders gefragt, was ist herzensbasierende Intelligenz? Und dem widme ich mich Vollzeit. Und nachdem ich meine Matura in der AHS gemacht habe, habe ich jetzt ein H dazu bekommen und ich habe AHHS. Autoritäts-Hörigkeits-Hinterfragungssyndrom. Und das ist sehr gesund, wenn man dies hat. Dann trägt man keine Maske und man darf absolut gratis, ohne dass man gestraft wird oder ohne dass man irgendwelche Strafen bezahlt, keine Maske tragen. Um zu atmen, weil die Atmung ist die absolute Basis für unsere Gesundheit. Und deswegen ist es jetzt so wichtig, wirklich die Dinge grundlegend zu hinterfragen, weil sonst wird einem die Luft geraubt. Also so viel zu mir und was mir wirklich am Herzen liegt, was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir jetzt klar sind. Also ich versuche, meine Message, meine Perspektive so klar wie möglich zu formulieren. Was ein jemand daraus macht, ist jedem selbst überlassen. Essentiell jetzt in dieser Zeit ist, dass sich jeder selbst seine Meinung bildet und ich habe kein Interesse, dass irgendjemand völlig d'accord ist mit mir. Wichtig ist, dass wir wieder lernen, miteinander zu kommunizieren und nicht zu diskutieren und uns gegenseitig zu dissen, weil dafür haben wir keine Zeit mehr. Und mir ist es ganz wichtig zu sagen, dass wir brauchen jetzt wirklich Zusammenhalt. Und dass wir für wirkliche moralische Werte eintreten. Denn die Realität ist, dass die Menschheit schon viel zu oft getäuscht worden ist. Und
sogenannte Revolutionen die Situation nur noch schlimmer gemacht haben. Stichwort Französische Revolution, wo wir danach Napoleon Bonaparte an der Macht gehabt haben in Frankreich zu dieser Zeit. Und Revolutionen ändern prinzipiell gar nichts. Sie machen nur die Dinge viel schlimmer. Außer man macht eine Revolution des Herzens. Und deswegen und für das sind Werte, wichtige Werte notwendig. Und das ist das, was wir in Linz seit Anfang Mai machen. Da hat sich eine Gruppe von Menschen gefunden, mit denen ich mich wirklich enorm gut verstehe. Und da ist jetzt die letzte Woche die Stimmung ein bisschen hitziger geworden. Wir haben dort ein Sondereinsatzkommando von der Polizei gehabt, die die Menschen so behandelt haben, wie die Polizei uns noch nie behandelt hat. Und ärztliche Atteste kontrolliert und das dreimal und all solche Störfaktoren. Und ja, das wollen wir nicht und das haben wir bis dato noch nicht gehabt. Also wir sind jetzt schon 36 Mal in Linz jede Woche gewesen und haben unsere Perspektive der Wahrheit geteilt. Da ist wirklich, was hochgeschrieben wird in Linz, ist die Meinungsfreiheit und deswegen bin ich dort jede Woche. Und das ist wirklich eine, also die beste Stimmung, die ich in ganz Österreich erlebt habe. Und worum es in Linz geht, und das ist der Grund, warum es mir so gefällt, dort zu sprechen, ist Wahrheit statt Ideologie. Also es ist wirklich von fundamentaler Wichtigkeit, dass wir uns jetzt der Wahrheit widmen und zumindest versuchen, die Wahrheit herauszufinden. Also ich habe keine Zeit für jemanden, der mir sagt, ja, es gibt keine Wahrheit. Was ist denn das für eine Aussage? Es muss Wahrheit existieren und die Wichtigkeit der Wahrheit liegt darin, dass die Wahrheit die Basis für die Freiheit ist. Und darum geht es für mich. Mir geht es nicht darum, dass wir irgendetwas anderes außer der Freiheit haben. Und was bedeutet das überhaupt, Freiheit? Sind wir eigentlich wirklich jemals frei gewesen? Wie ein Johann Wolfgang von Goethe zum Beispiel auch gesagt hat, ist ganz wichtig zu erkennen, dass niemand ist hilfloser versklavt, als wie der oder diejenige, die fälschlich glaubt, frei zu sein. Und ich persönlich aus meiner Perspektive war ich in meinem ganzen Leben noch nie frei, weil ich sehe, was in der Welt geschieht und in meinem geht's mal in einen Supermarkt. Also, das hat gar nichts mehr mit Freiheit zu tun. Das ist totale Kontrolle. Und wir müssen wirklich herausfinden, wie wir in die Freiheit kommen. Je mehr Kontrolle uns angemutet wird und mit dem wir konfrontiert werden, desto mehr lohnt es sich für mich, in die Freiheit zu gehen. Und der Zustand der Welt und der Zustand der Freiheit ist in diesem Bild wunderbar dargestellt. Man muss sich das einmal auf der Hirnrinde zergehen lassen, dass ein freier investigativer Journalist, so wie ich es eben auch bin, mit dem Namen Julian Assange, das wird jeden, der dieses Video sieht, hoffentlich ein Begriff sein, dass ein Julian Assange, der Gründer von WikiLeaks, seit einem Jahr circa jetzt im Gefängnis sitzt. Wofür? Weil er Informationen geteilt hat, das gewissen Herrschaftsstrukturen nicht gefällt. Er hat unter anderem Kriegsverbrechen aufgedeckt von der USA im Irak und auch die Clinton-E-Mails veröffentlicht. Und da sind ganz brisante Sachen drinnen. Da ist unter anderem ein Beweis in den Clinton-E-Mails gewesen, dass Muammar Gaddafi 2011 in Libyen ermordet worden ist als Staatsoberhaupt, weil er eine goldgedeckte Währung einführen wollte. Nicht so, wie es in den Medien dargestellt wurde, weil er so ein böser Diktator war, genauso wie Assad, sondern das hat andere Gründe gehabt. Und wenn du die Wahrheit sagst, musst du zerstört werden.
Und da hat er die Flagge von Amerika rund um den Mund. Na, und jetzt, weil wir das als Menschheit tolerieren, dass ein Journalist eingesperrt wird, jetzt haben wir die Maske um den Mund und bitte auf die Nase. Ja, bitte sagen Sie ja nicht einmal mehr, wie ich mitbekomme, in den öffentlichen Transportmitteln. Da wird einfach nur Maske auf, prinzipiell gesagt. Also ja, Wahnsinn. In diesem Zustand sind wir, weil wir das als Menschheit tolerieren und das können wir alles bereinigen. Weil für mich ist 2021 das Jahr der Freiheit. Denke ich da ein bisschen zu groß? Bin ich jetzt ein bisschen größenwahnsinnig oder bin ich jemand, der Träume hat und wirklich davon überzeugt ist, dass Träume wahr werden können? 2021. Machen wir's das Jahr der Freiheit, weil es hängt an uns ab, an uns Menschen, an jeden Einzelnen, der das hier hört und der beispielsweise am 16. Jänner nach Wien kommt. Von jedem Einzelnen von uns hängt es ab, ob dieses Jahr nicht nur besser, sondern viel besser wird als 2020. Es geht darum, dass wir die Lektion von all dem lernen, okay? Nicht in eine Opferrolle zu fallen, oh, die böse Politik und Kurz muss weg. Das bringt nichts. Das bringt uns nicht weiter. Souveränität heißt Selbstbestimmung und deswegen heißt es, die Lektion von dem Ganzen zu lernen. Und deswegen möchte ich auch hier mehrere Male einen Videobeitrag auch veröffentlichen, wo ich auf ein paar wesentliche Aspekte eingehe, die meines Erachtens wichtig sind nach 11 Jahren Forschung, um in die Freiheit zu kommen. Und meines Erachtens hat Österreich, unser wirklich heiß geliebtes Land, also ich liebe Österreich. In Österreich kann meines Erachtens weltweit als einziges Land, als allererstes, die friedliche Evolution oder Revolution des Herzens beginnen. Hier bei uns in Österreich. Ist ja arg, oder? Nein, könnte eine Realität werden. Und meines Erachtens, dadurch, dass ich sage, dass 2021 das Jahr der Freiheit sein wird, werden wir das auch schaffen. Und ich lasse mich davon niemanden beirren, der mir sagen will, nein, das geht nicht so schnell oder dies wird noch passieren. Na, jetzt warte mal. Wir, die Menschen, sind diejenigen, die es erschaffen werden. Und deswegen mache ich auch Videobeiträge, damit wir gemeinsam wirklich an einem Strang ziehen und uns nicht verlieren in hoffnungslose Denkschemata, weil, wie ich schon gesagt habe, die Menschheit wurde schon zu oft getäuscht. Raus aus der Täuschung. Ganz wichtig für mich. Und meines Erachtens ist der Spirit der Freiheit hier auf Englisch, es tut mir leid, der Spirit der Freiheit ist in Österreich. Ich spüre es jedes Mal, wenn ich in Linz spreche. Und die Energie in Linz, ich kann es nur noch mal sagen, ist einfach der Hammer. Und das war Linz noch, ich glaube, das war das Event noch im Dezember, ich glaube vor Weihnachten, beziehungsweise kann auch sein, dass das am 25. war. Genau, eine Woche vor der Neujahrsdemo. Schaut, wie viele Leute da sind. Okay, wir waren immer maximal vielleicht hochgerechnet 300 Menschen. Ganz am Anfang bei der zweiten Demo, glaube ich, waren wir mal 600 oder so. Aber immer, sagen wir mal, maximal 300 Menschen. Wir haben auch schon Demos gehabt, wo Sonnenschein war und super Badewetter, wo nur 50 Leute da waren und die Leute gesagt haben, nein, wir sind halt zu wenig. Aber das Wichtige war für uns immer, und da waren wir alle einig, weiterzumachen. Und das ist das, was sich lohnt, wenn man regelmäßig draußen ist. Jeden Freitag für die Freiheit. Und was passiert dann? Dann passiert das. Dann passiert das, nämlich, dass so viele Menschen zur Neujahrsdemo gekommen sind, dass nicht einmal
Der Hauptplatz, mehr, der war komplett voll, deswegen sind die Menschen auf der Seite auch angestanden. Schaut euch das mal an. Wir sind viel zu wenig Menschen. Ja, da müssen wir weiter und weiter und weiter machen und die Wahrheit wird herauskommen. Wir wissen nur nicht, wann sie herauskommen wird. Und das ist ein Anblick gewesen. Also das war, also wie ich da auf die Bühne raufgegangen bin, es war einfach ein Traum, so viele Menschen zu sehen. Und die Energie war fantastisch, wirklich. Also es hat mich so gefreut, weil ich langsam, aber sicher wirklich einfach ein Vertrauen bekommen habe, dass wir nicht mehr getäuscht werden. Diesmal nicht. Und es ist einfach super. Und klar, was ganz klar sein muss, und das ist der Grund, warum ich meine Arbeit in Richtung von Freiheit, okay, das ist ein ganz simples Wort und ein kleinster gemeinsamer Nenner, auf dem wir uns hoffentlich einigen können. Wir wollen frei sein, okay? Wir wollen frei sein, das zu tun, was wir wollen. Aber wie funktioniert das wirklich? Und da habe ich nach 11 Jahren Forschung das Gesetz von Freiheit herausgefunden, okay? Und das habe ich von jemand anderem gelernt, den ich sehr viel zugehört habe. Und sein Name ist Marc Passio. Und der ist ein wunderbarer Lehrer von Naturrechtsprinzipien. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, seinen Vortrag, den gibt es auch auf Deutsch, von Naturrecht anzuschauen. Einfach eingeben, Marc Passio, Natural Law, Deutsch. Und dann könnt ihr euch das anschauen. Das sind 9 Stunden. Okay, und das Gesetz von Freiheit, was ich von ihm lernen habe dürfen, ist, dass je moralischer unser eigenes Verhalten als selbstbestimmter Mensch ist. Je moralischer wir handeln, desto mehr Freiheit genießen wir. Was heißt das? Was ist moralisches Verhalten? Moralisches Verhalten, Moral heißt, richtig zu handeln. Das geht zu einer grundlegenden Frage, was ist richtig und was ist falsch? Und es stimmt nicht, dass du entscheidest, was richtig ist und was falsch ist. Nein, das ist klar definiert. Die Moral ist klar definiert. Eine richtige moralische Handlung ist, wenn ich keinem anderen Wesen dabei Schaden zuführe. Okay? Und eine falsche Handlung ist, wenn ich in meiner Handlung Lebewesen Schaden zuführe. Was beispielsweise die Politik gerade macht. Das ist ein Paradebeispiel für unmoralisches Verhalten. Und deswegen, die Revolution kann nur von uns selbst beginnen, indem wir anfangen, moralisch zu handeln und in unserem Verhalten keinen Schaden zufügen. Uns Menschen, Tieren, Pflanzen etc. Wenn wir bei uns selbst anfangen, dann entsteht aus dem kleinen Mikrokosmos ein Effekt auf den Makrokosmos. Wir können nur bei uns selbst anfangen. Und jetzt ist für mich wichtig, ein paar Punkte zu verbinden, die was mir wichtig sind, bezüglich den Entwicklungen, die wir derzeit erleben. Okay? Und da möchte ich hiermit anfangen. Das ist eine Definition des vom System aus dem juristischen Wörterbuch von Gerhard Köbler, den ich zu Hause habe. Und das ist ganz wichtig, dass man die Definitionen von unserem Rechtssystem auch verstehen, von unserer Judikativen. Und das ist das, was ich mich auch schon die letzten Jahre gewidmet habe. Und da lernt man wirklich sehr viel, wenn man die ganz klaren Definitionen anfängt zu verstehen. Und System. Weil in der Welt, in der wir leben, ist alles pyramidal hierarchisch strukturiert. Und das kann man auch erkennen, dass das in, sage ich jetzt mal, allen Unternehmen sind pyramidal hierarchisch strukturiert auf eine Art und Weise, außer halt bei Ausnahmen. Aber dieses System, dieses Herrschaftssystem, in dem wir uns befinden, wo beispielsweise eine Europäische Union oberhalb von Nationalstaaten ist. Die ist höher in der Hierarchie. Okay, und deswegen nennt man auch die Europäische Union
eine supranationale Organisation, genauso wie die United Nations eine supranationale Organisationen sind. Und die Definition von System im Köbler lautet das planmäßige Gefüge einer Gedankenmehrheit. Und da ist dann eben die Frage, was macht das System, wenn man nicht der Gedankenmehrheit folgt? Na, dann wird man diffamiert. Beispielsweise, dann wird man Beispiel zu einem Covidioten. Weil man nicht mehr der Gedankenmehrheit folgt, dem Konsens der Mehrheit. Und Diffamierung ist gezielte Verleumdung. Dann gibt es auch andere Ausdrücke, auch wie Verschwörungstheoretiker. Na, das ist mein Lieblingsausdruck, weil der kommt direkt von einem Dokument von 1967 von der CIA, wo jeder gebrandmarkt wird als Verschwörungstheoretiker, der offizielle Versionen, offizielle Narrative von den Medien hinterfragt, damals im Falle von der Kennedy Assassination. Gezielte Verleumdung ist für all diejenen, die nicht der Gedankenmehrheit folgen, sondern souverän agieren. Und dasselbe finden wir auch in der Freiheitsbewegung bzw. in der Aufklärungsbewegung. Auch hier in Österreich werden Menschen diffamiert und als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, weil sie eine andere Meinung haben wie man selbst. Und so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen freie Meinungsäußerung. Das ist ganz wichtig, weil die Bewegung ist wichtiger als deine Meinung, deine subjektive Meinung. Die Bewegung für die Freiheit ist wichtiger als wie andere Leute zu diffamieren und zu sagen, der hat eh nichts zum Sagen, weil der ist Verschwörungstheoretiker, der ist verrückt. Nein, wir dürfen Meinungsunterschiede haben. Und deswegen ist auch dieses Zitat von Voltaire so wichtig. Das sollte die Basis einer jeden Aufklärungsbewegung oder Freiheitsbewegung sein. Und da dürfen wir alle wirklich noch sehr viel lernen. Und es ist auch gut, dass wir lernen dürfen, aber es ist wichtig, den Fokus auf das zu haben. Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Okay? Weil ohne freie Meinungsäußerung kommen wir nirgendwo hin. Wir sind alle Menschen und das ist der Grund, warum ich ein Bild auch von zwei Kindern verwende, weil das ist wieder ein kleinster gemeinsamer Nenner. Wir waren alle mal Kinder und wir haben alle einmal nicht uns versklavt unserem Ratio, unserem rationellen Verstand und uns gegenseitig fertig gemacht. Und mir ist es ja auch schon, ich sag das, weil mir ist es passiert, dass mir das Mikrofon aus der Hand genommen wurde bei Demonstrationen, wo ich gesprochen habe. Okay, so weit geht es, weil jemand nicht wollte, dass ich spreche. Aber er wollte schon sprechen. Er darf schon sprechen, nur er will dann nicht, dass ich spreche, weil, ja. Das können wir nicht mehr in dieser Bewegung haben. Und was da passiert hier ist, dass wir geframed werden. Also das nennt sich Framing, Kategorisierung. So wie hier ein Bildrahmen dazu verwendet wird, um die Landschaft abzubilden. Okay, und die Landschaft ist aber viel mehr als wie das, was man im Rahmen abbilden kann. Zum Beispiel Verschwörungstheoretiker für einen Menschen, der viel mehr ist. Ein Mensch ist ein Mensch und hat so viele Facetten und Qualitäten und kann nicht in einen vorbestimmten Rahmen gebracht werden. Und genauso ist es mit dieser Landschaft und mit diesen Bilderrahmen. Die Landschaft ist viel mehr als wie der Bilderrahmen, in den sie Menschen stecken wollt. So wie der Mensch auch viel mehr ist als wie nur ein Covidiot oder ein Verschwörungstheoretiker. Das ist alles Kindergartenspiele. Kindergartenspiele, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Ich sage euch eins, ich bin froh,
wenn andere Menschen eine andere Meinung zu mir haben, weil dann könnte ich ja noch weiter lernen. Das Leben ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Und jeder, der das nicht versteht, wird leiden müssen. Das System versucht, uns Menschen zu kategorisieren. Und auch in der Opposition passiert Verleumdung. Und das ist mir ein Thema, das ganz wichtig ist, okay? Dass dieses System versucht, alle Menschen in eine Richtung zu kategorisieren. Wenn wir aber alle, was wir wissen, alle komplett verschieden sind. Und sie wissen, dass sie Opposition haben werden und deswegen wollen sie die Opposition kontrollieren. Und da möchte ich auf Querdenken zu sprechen kommen. Okay? Wenn ich damit jemanden triggere, das ist nicht mein Problem. Ich bin hier, um meine Perspektive der Wahrheit darzustellen. Und mir ist das Thema einfach zu wichtig, nicht anzusprechen, weil die Menschheit schon zu oft getäuscht wurde. Und ich werde es nicht zulassen, dass das diesmal passiert. Ich schaue, dass diese Bewegung in Richtung der Liebe und der Freiheit geht und ich schaue darauf, wie wenn es mein eigenes Kind wäre. Okay? Und ich schaue ganz genau, wann kontrollierte Opposition am Werk ist. Und das kann man zum Beispiel bei Querdenken erkennen. Michael Ballweg, der Gründer von Querdenken, okay, war der Präsident von einer internationalen Organisation, die damals von Cecil Rhodes gegründet worden ist, Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich The Roundtable. Und Michael Ballweg, der Gründer von Querdenken, war nicht nur Mitglied, sondern der Präsident von Roundtable Germany. Und das ist innerhalb desselben Netzwerks, die eine internationale Weltordnung anstreben. Okay, das sind Organisationen wie der Council on Foreign Relations, Bilderberg Group, die Trilaterale Kommission United Nations, the Royal Institute of International Affairs und the Club of Rome. Und die wissen, dass sie Opposition haben werden und deswegen wollen sie sie kontrollieren. Und die streben eine internationale Weltordnung an. Das ist kein Geheimnis. Das geben die mittlerweile seit der Krise von 2020 und auch davor schon, aber vor allem seit 2020 öffentlich zu. Öffentlich und lachen über uns, wenn wir uns gegenseitig diffamieren und uns als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Es geht alles in eine Richtung, in einer geplanten Agenda, die sich UN-Agenda 2030 nennt. Und das ist ein Fakt. Und dies finden wir auch in Österreich. Den Versuch, eine Bewegung zu kategorisieren und zu vereinheitlichen und ein Kollektiv zu schaffen, das sie dann Querdenken nennen. Und dann uns alle in der Bewegung, die aber komplett andere Vorstellungen haben, so wie ich, die Vorstellung von Freiheit, die Vorstellung von einer Menschheitsfamilie, die Vorstellung von einer friedlichen Revolution auf der Basis der Liebe, ohne Gewalt. Ich bin ausdrücklich immer komplett gewaltlos. Ich habe noch nie in meinem Leben Gewalt verwendet. Aber dann hat man so Herrschaften wie hier beispielsweise. Okay, das sage ich auch öffentlich, weil wie kann man sich als Präsident der Friedensbewegung bezeichnen? Okay, und der Herr links von ihm war derjenige, der mir das Mikrofon weggenommen hat, damals bei der Demonstration in Salzburg. Okay? Es gibt keinen Präsidenten der Friedensbewegung. Und ich warne hier wirklich vor falschen Propheten. Es gibt mehrere in dieser Bewegung. Und ich gebe jedem Menschen eine Chance und eine zweite Chance. Nur, ich finde es wichtig, dass das ausgesprochen wird. Okay? Da gibt es andere Namen auch, die
Nachweislich, und dies haben wir alles dokumentiert, die am 16. Jänner sich dafür aussprechen, das Parlament zu stürmen. Okay? Und davon möchte ich gar nichts wissen. Das interessiert mich nicht. So funktioniert das nicht. Wir wollen niemanden stürmen. Wir wollen eine friedliche Revolution des Herzens. Und zudem wollen sie uns framen, okay? Verbinde die Punkte. Was ist letzte Woche passiert mit dem Sturm auf das Capitol in Amerika? Wo wir dokumentierte Beweise haben, dass da Antifa verwendet wurde, um das Capitol zu stürmen. Und auf einmal, ganz zufällig, wo wir eine Riesendemonstration, ein Fest für die Freiheit am 16. Jänner in Wien haben möchten, das ist unsere ausschließliche Intention, ist ein Fest für die Freiheit, wo die Menschen zusammenkommen zu haben. Ganz zufällig wollen bestimmte falsche Propheten das Parlament stürmen. Und das werden wir nämlich nicht. Und das werden wir nämlich niemals machen. Weil wir, man braucht keine Kraft oder Gewalt anwenden, wenn man selbst die Kraft ist. Aber so wollen sie in den Medien uns jetzt framen. Und das machen sie auch schon. Sie wollen uns so framen. Nach Gewalt aufrufen. Querdenker-Demos sollen leichter verboten werden können. Alle in einen Topf tun und da querdenken. Die, wie ich schon gezeigt habe, nämlich von jemand anderen ausgeht, mit dem ich nichts, wahrscheinlich auch gar nichts gleich habe. Und so wollen sie uns alle in einen Topf schmeißen und uns dann, wirklich, und das ist das wirklich das Katastrophalste, uns vorzuwerfen, dass wir Terroristen sind, dass wir Rechtsradikale sind. Nein. Wir sind friedliche Menschen und 99,9% der Menschen, die in Wien sein werden, sind friedliche Menschen. Und wegen die 0,1%, die minder bemittelt sind, werden wir sicherlich nicht in diese Kategorie gesteckt werden. Denn es ist eine Revolution des Herzens. Deswegen mache ich dieses Video. Damit's nicht passiert. Weil ich es nicht zulassen werde, dass die Menschheit wieder getäuscht wird. Es ist eine Revolution des Herzens. Wir stehen auf für unsere Kinder, wir stehen auf für unsere älteren Generationen, die, nachdem sie ein ganzes Leben lang diesem Herrschaftssystem gedient haben, Steuern gezahlt haben, 45 Jahre lang in der Pension sind und dann im Altenheim ihre letzten Jahre verbringen und dann werden sie zwangsgeimpft und zwangsgetestet. Und dann ist die Perversion noch nicht genug, dass die Medien dann auch noch ihre Strategie verkaufen, um unsere Älteren zu schützen. So weit sind wir in dem Ganzen. Nur wir, die friedlichen Menschen mit Herz, stehen auf für unsere Kinder, für unsere Großeltern, für unsere älteren Generationen und für all die Menschen, die psychische Erkrankungen haben aufgrund von diesem Wahnsinn. Liebe Menschheitsfamilie, wir sind da für euch. Wir helfen jetzt alle zusammen. Die mit Herz kommen jetzt zusammen und die mit verblödetem Verstand irgendeiner extremistischen Ideologie nachgehen, sind nicht willkommen. Kocht eure eigene Suppe. Warum sage ich das so vehement? Weil wir haben hier den Spirit der Freiheit in Österreich und das assoziiere ich mit Martin Luther King. Und er hat gesagt, what you fight, you become. Exakt. Was du bekämpfst, das wirst du, weil du dich damit identifizierst. Und deswegen sind die Antifaschisten Faschisten. Genauso wie die Rechtsradikalen. Weil links und rechts zielt ab auf Hass. Es ist meines Erachtens, ich habe
Mich kann man sowieso nicht in diese Kategorien einordnen, weil ich bin erst einmal in meinem Leben wählen gegangen. Und das war, wie ich noch keine Ahnung gehabt habe, was auf diesem Planeten passiert. Und sie verfolgen dieselbe Ideologie, es ist dasselbe Outcome. Es geht alles in die falsche Richtung. Und links und rechts, wenn man es insgesamt zusammenbringt, ist dasselbe. Weil die Linken sind immer nur gegen die Rechten und die Rechten sind immer nur gegen die Linken. Und rennen herum in ihrem Hamsterrad der gedanklichen Verwirrtheit. Und deswegen habe ich hier in der Mitte, wenn man sich zentriert und aus dem Herzen lebt, dieses Bild von Leonardo da Vinci. Und der Gnosis, okay, und auf das werde ich in einem anderen Video näher eingehen, für die, die es interessiert. Was es symbolisiert, warum sie uns kategorisieren wollen, ist dieses Zitat. Und warum sie uns immer, sobald man aufsteht, als Rechtsradikale bezeichnen. Weil, Birds born in a cage think flying is an illness. Vögel, die in einem Gefängnis geboren sind, glauben, dass Fliegen eine Krankheit ist. Das System, dieses Herrschaftssystem, das planmäßige Gefüge einer Gedankenmehrheit, kennt keine Freiheit. Deswegen sind die Politiker die unfreisten Menschen überhaupt in diesem Land mittlerweile. Also ich fühle mich viel freier als wie alle von ihnen zusammengerechnet. Weil es ist dieses System im Hintergrund, dem die Politiker dienen. Dieses Herrschaftssystem. Aber es ist Zeit, dass wir dem Auftrag der Schöpfung folgen und dem nachgehen und wirklich als freie Menschen leben, auftreten und für die Wahrheit einstehen. Und wie ein George Orwell gesagt hat, in a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act. Ja. Wenn man die Wahrheit spricht in einer Zeit der universellen Täuschung, dann ist das ein revolutionärer Akt. Nur das heißt eben nicht, dass man radikal ist, so wie die mit Hass erfüllt sind und gesteuert sind von diesem System. Wir müssen jetzt uns der Wahrheit orientieren. Und die Wahrheit ist nur radikal, nur wenn man radikal angelogen wurde. Okay? Nur dann ist die Wahrheit radikal. Und wir brauchen aber die Wahrheit. Und ich sag auch nicht hier, dass ich zu 100% die Wahrheit verkörpere. Ich bin Wahrheitsforscher, wo man als erstes zugibt, dass man nach der Wahrheit sucht. Es muss jeder selbst entscheiden, was sich für ihn stimmig anfühlt. Nur die, die wirklich nach der Wahrheit aus sind und das auch herausfinden wollen, die spüren, dass Wahrheit eine Resonanz hat. Das spürt man. Und es ist wichtig, weil die Wahrheit ist die Basis für die Freiheit. Und das ist das zentrale Element, das ich hier hervorheben möchte. Es geht um die Wahrheit und um die Freiheit. Und ich mache all das, so wie ich es auch auf vorigen Demonstrationen auch ausgesagt habe, in Reden. Es geht darum, aufzudecken, bevor es passiert. Bevor irgendjemand eine Fake-Revolution starten möchte und das Parlament stürmen möchte und dann jeden in der Friedensbewegung mit hineinziehen möchte. Das wird nicht funktionieren, weil ich es gerade aussage und weil ich ein Video darüber gemacht habe und es 2 Tage davor ist. Also lasst es lieber, weil ihr werdet alleine dastehen mit einer gewalttätigen Aktion. Das wird niemals von uns ausgehen, wir den freien Menschen. Und am Schluss möchte ich daran erinnern, dass wenn die Nacht am dunkelsten ist, so wie es war, im Jahr 2020 dürfen wir nicht oder sollten wir nicht in der Illusion oder in den Trugschluss landen, dass es jetzt für immer dunkel sein wird. Die Nacht ist am dunkelsten, bevor die Sonne aufgeht, vor Sonnenaufgang. Ich bin starker Überzeugung, dass jetzt
der Sonnenaufgang ist. 2021, das Jahr der Freiheit. Machen wir das Jahr der Freiheit und setzen wir ein Zeichen. Kommt's vorbei. Kommt's vorbei in unsere wunderschöne Hauptstadt, die so eine unglaubliche historische Kultur hat, eine unglaubliche Geschichte und Wunderschönheit. Halten wir schön und machen wir es noch schöner. Wien. Ich liebe Wien, deswegen wohne ich auch in Wien. Kommt alle vorbei nach Wien für die friedliche Revolution des Herzens. Kommen wir mal zusammen als Menschheitsfamilie. Es ist ganz wichtig, es ist die Revolution des Herzens. Und wir sind die Kinder der neuen Erde, wenn wir es nur zulassen, wenn wir erkennen, dass wir eine Menschheitsfamilie sind, dass die Essenz von uns gleich ist und dass wir keinen Hass brauchen, sondern wir sind in der Liebe und es ist unser Geburtsrecht, frei zu sein und voranzuschreiten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.